Hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. In Anbetracht der Tatsache, dass ich gestern in meinem Vlog erzählt habe euch, dass mein Hausstaub mit dem Allergie durch meinen Wellensittich, ist gar kein Kanarienvogel, ich habe Kanarienvogel gesagt, durch den Wellensittich hervorgetreten ist oder aufkam, vorher hatte ich gar keine Allergie. Aufgrund dieser Tatsache kann ich mir vorstellen, dass die einen oder anderen jetzt wieder schreiben werden, ja, wenn du schon gegen Hühner oder gegen Vögel allergisch bist, wie kannst du dir denn das Hühner anschaffen? Das ist doch logisch, dass das problematisch wird. Und da möchte ich natürlich, bevor sowas wieder auftritt und bevor solche Sachen wieder geschrieben werden, schon einmal drauf antworten. Also, entschuldige bitte. Damals, als ich 16 Jahre alt war, haben wir einen Wellensittich gehabt. Und dieser Wellensittich hat tatsächlich meine Hausstaubmilbenallergie zutage gefördert. Also ich begann ganz starke Niesattacken zu haben. Ich hatte Fließschnupfen. Ich habe ja dann später auch, als ich die Kinder schon hatte, allergisches Asthma bekommen. Ja, das war im Anfangsstadium. Es war richtig unangenehm. Da hatte ich nämlich das Gefühl, dass ich nicht richtig atmen kann in der Nacht. Das war dann aber erst Jahre später. Nichtsdestotrotz ist die Allergie durch die Haltung meines Wellensittiches, also eines Vogels, aufgetreten. Also es kam sozusagen deswegen ausgelöst. Dieses Wort habe ich vergessen. Und nun sind ja meine Hühner auch Vögel. Und wenn ich jetzt den ganzen Kackkram da in dem Hühnerstall sauber mache, besteht natürlich die große Gefahr, dass ich eventuell wieder allergische Schübe bekomme, beziehungsweise die Allergie eventuell noch schlimmer wird. Jetzt habe ich Verbot erteilt bekommen von meinem Mann. Ich darf den Hühnerstall nicht sauber machen. Das soll unser Gärtner machen. Ich hoffe, das passiert auch, inshallah. Er wird säubern und desinfizieren. Wir brauchen einen langen Gartenschlauch. Der muss gekauft werden. Den kann ich nicht hier hochschleppen. Das ist einfach richtig schwer, so ein langer Gartenschlauch. Dann kann ich nämlich infolgedessen, wenn der erstmal richtig wieder sauber ist, kann ich den auch selber sauber machen. Ich kann dann Wasser reinspritzen, ich kann die Desinfektionslösung einspritzen, aber es muss einfach erstmal alles abgekratzt werden. Wenn ich jeden Tag vielleicht das einmal ausspritze, dann sammelt sich das nicht so. Das könnte ich dann machen, aber so jetzt erstmal die Grundreinigung muss immer der Gärtner machen. Das wird jetzt einmal abgesprochen und ich hoffe, dass das auch dann vom Tisch ist, das Thema. Nun, die Kommentare sehe ich jetzt schon vor mir, die werden sagen, ja, du willst einen Bauernhof haben, bist doch Allergikerin, wie kann man denn so unverantwortlich sein, wie kann man denn sowas machen? Einmal wieder auf die Bremse treten, bitte alle. Man kann alles mal machen. Man muss sich nicht schonen auf diese Art und Weise. Ich habe die Hühner ja jetzt schon zwei Monate. Und bisher, Alhamdulillah, ist das ja gut gegangen. Aber wenn es auf jeden Fall mal so sein sollte, dass ich auf Tiere, die in meiner Umgebung sind, die bei mir eine Allergie auslösen, dann kann man die Tiere auch wieder abschaffen. Ja, Hühner lassen sich verkaufen, Hühner lassen sich schlachten, Hühner lassen sich verschenken. Das kann man alles dann auch handeln. Schafe. Ist dann irgendwas mit den Schafen? Ja, schaffen wir das nicht? Oder kann man die Schafe nicht halten? Auf welche Art und Weise treten Probleme auf? Ja, kann man auch erstmal versuchen, das alles zu lösen. Und man kann auch Learning by Doing machen. Man muss nicht alles vorher schon studiert haben. Ja, und deswegen gehe ich gerne Dinge an und lerne sie, während ich sie mache. Wenn sie nicht klappen, dann kann man das auch alles wieder rückgängig machen. Schafe kann man schlachten, Hühner kann man verschenken und Schafe kann man auch verkaufen. Und insofern alles kein Problem. Da kann man gucken, dass man das hinbekommt. Hühnerhaltung ist insofern natürlich nichts, was ich nicht vorher bedacht hatte. Natürlich weiß ich, dass Hühner viel Dreck machen. Ja, wir hatten ja Hühner auf dem Hof auf unserem Grundstück. Ja, wir haben ja dort Hühner haben unsere Freunde gehabt,
Na, bestimmt 15 Hühner. Ne? Also ich bin ja auch oft da gewesen. Ich weiß schon, was da so alles an Schwierigkeiten auftreten kann. Ja? Aber ich habe sie halt nie gehalten. Ich habe mich nicht um die Hühner gekümmert. Ich habe sie nicht gepflegt. Das haben immer unsere Freunde gemacht. Die hatten ja auch Enten nachher. Das ist nochmal viel. Das ist nochmal viel dreckiger, die ganze Angelegenheiten. Also Entendreck ist ja nochmal schlimmer. Und insofern, ich bin nicht ganz unerfahren. Ja, es kommt immer so rüber, als hätte ich überhaupt gar keine Ahnung von gar nichts. Ja, so ist es ja nicht. Ich sage zwar mal, ich habe keine Ahnung, aber ich habe sie halt nie gehalten. Und wenn man Tiere nicht wirklich auch schon mal hatte, selbst sich gekümmert hat, sich selbst mit ihnen beschäftigt hat, ja, dann weiß man das natürlich nicht. Also bin ich jedenfalls der Meinung. Sowas kann man immer nur dann beurteilen, wenn man das selber man Tiere selber gepflegt hat, ja, das will ich damit sagen. Ich bin nicht total unwissend. Natürlich habe ich mich da schon mit beschäftigt und wie gesagt, wir hatten Hühner auf dem Hof, wir haben auch Schafe auf dem Hof, ja, wir haben ja einen Bauernhof und dort war das alles schon. Im Moment ist da aber gar nichts mehr an Tieren, weil das natürlich auch alles viel Arbeit ist und die Leute ja auch schon alt sind, ne? Aber wie gesagt, wir hatten Schafe, die Schafe habe ich euch auch mal gefilmt. 3 Schafe, richtig süß. Ne? Das ist jetzt vorletztes Jahr habe ich euch die Schafe gefilmt, könnt ihr gerne mal gucken. Hühner, glaube ich, habe ich euch noch nicht gezeigt auf dem Hof. Die haben wir, glaube ich, auch vorletztes Jahr alle abgeschafft. Genau, weil auf die Hühner, die Hühner haben halt überall immer Löcher gegraben im Boden, richtig dolle Löcher, schlimme Löcher. Also, und da das so viele Hühner waren, ist das natürlich dann auch immer anstrengend. Ne? Aber auch da war ich oft da und habe das alles miterlebt. Also es ist nicht so, dass ich keine Ahnung habe. Ja? Aber lange Rede, kurzer Sinn. Bisher ist alles gut gegangen. Und wenn meine Allergie tatsächlich sich verschlimmert oder wenn ich merke, ich kann das nicht machen, dann hat man für alles auch eine Lösung. Man muss nur wollen. Ja? Man muss die Lösung suchen, man muss die Lösung erarbeiten und dann geht das auch. Und da dass ich Tiere schlecht behandle, auf diese Idee kommen nur Menschen, die mich nicht kennen, kommen nur Menschen, die mir was Böses wollen und die auf gar keinen Fall beurteilen können, was ich tue. Ja, wenn ich euch ab und zu mal die Kamera draufhalte und ab und zu mal zeige, was ich so mache oder meine Problematiken mit euch teile, heißt das nicht, dass ich die Tiere schlecht behandle. Ja, das ist immer ein Urteil, was ich überhaupt nicht gut finde. Ihr geht da in meinen Hack, ihr geht da ihr greift mich damit an. Das ist nicht gerecht und das ist auch ungerechtfertigt und das stimmt nicht. Niemals würde ich Tiere schlecht behandeln oder nicht artgerecht behandeln. Ich bin immer jemand, der versucht, die Tiere so weit wie möglich artgerecht zu behandeln. Und nun möchte ich nochmal auch in diesem Video dazu sagen, ich habe diese Hühner nicht mir angeschafft, ja, sondern sie sind angeschafft worden. Wenn ich die Hühner angeschafft hätte, wären das eine Herde gewesen von einem Hahn und mindestens 4, 5 Hennen gewesen. Ja? Und ich habe das Ganze nicht gemacht und ich habe versuche so weit wie möglich, ich versuche, dass es den Tieren so, wie der Ist-Zustand jetzt ist, gut geht. Ja? Und dass es eine andere Manko da auftritt, ist in Ordnung. Das ist auch nicht schlimm. Den Tieren geht es gut. Und dem wird es auch gut gehen, wenn ich mal, Allah möge es mich davor bewahren, allergisch werde. Ja, dann schafft man das ab. Oder man nimmt sich, wie gesagt, Menschen, die sich darum kümmern. Die Planung meines Bauernhofes ist natürlich auch nicht so gestaltet, dass ich das alleine mache. Ja, einen Bauernhof mit so vielen Tieren kann ich, glaube ich, in meinem Alter und wie möchte ich auch nicht ja, alleine bewirtschaften. Das ist doch, glaube ich, auch ganz klar. Wenn ich sage, ich möchte mindestens eine Schafherde haben, eine Schafherde muss auch in der Herde gehalten werden. Das heißt, auch da musst du mehrere Schafe halten, also mindestens so 5, 6 Stück. Und die sollen es auch sein, eigentlich mehr. Dann müssen auch die Schafe versorgt werden. Sie müssen gefüttert werden. Sie müssen umtüttelt werden. Die Wolle muss verarbeitet werden oder sie muss verkauft werden. Das möchte ich alles gerne machen, aber ja nicht ohne Hilfe. Ich möchte eine Kuh haben, mindestens eine. Ich möchte viele Hühner haben. Ich möchte mehr Hunde haben, Katzen natürlich.
Ich möchte vielleicht auch Gänse haben, weil das sind auch gute Wachhunde. Gänse passen richtig gut auf und bewachen das Grundstück auch, wenn ich Gänse nicht mag. Ja, weil die, da hatte ich auch schon mal erzählt, warum ich die Gänse nicht mag. Aber trotzdem, ich finde, ich möchte alles, was in einem Bauernhof dazu gehört, möchte ich haben. So, inshallah, inshallah, inshallah wird der liebe Gott mir das geben. Wenn nicht, dann ist das nicht schlimm. Ja, dann ist es, sollte das eben nicht sein. Aber ich setze da alles dran und ich versuche das. Und wenn man seine Wünsche und seine Träume in seinem Leben nicht angeht und es nicht versucht, dann wird das nie was werden. Und Tiere, die man sich anschafft, kann man auch alle wieder abgeben, kann man alle wieder weggeben. Das ist alles kein Problem, und wenn es nicht klappen sollte. Aber es klappt schon, ja. Wenn man das möchte und wenn man sich dazu entschlossen hat, dass es klappt, dann klappt es. Allah ist ein Wissen. Und selbst wenn es mit den Hunden nicht klappt, auch die haben einen Platz, wo sie wieder zurückgehen können, nämlich unsere Verwandten in Chodum. Dort ist ein Riesenhof, die haben riesige Schafherden, ja, das sind riesige Schafherden, die die haben. Und da sind die beiden bestimmt glücklich, auch wenn sie mich eventuell die erste Zeit vermissen werden. Das ist alles touché. Kangals brauchen aber etwas, was sie zu tun haben. Die können sich gut auch schnell umgewöhnen. Das ist alles nicht so schlimm. Also wir haben schon drüber nachgedacht, was wir tun. Ja, es ist jetzt nicht so, dass wir alles tun und überhaupt gar keine Ahnung von nichts haben. Ja, auch wenn das so rüberkommt. Ich sage immer, solange ich die Tiere nicht selber gepflegt habe und solange ich sie nicht selber halte, habe ich keine Ahnung von den Tieren. Das heißt aber ja nicht, dass ich wirklich keine Ahnung habe. Ja, natürlich weiß ich, was ich tue und weiß ich, was ich mache. Auch wenn viele mir unterstellen, ich habe von nichts einen richtigen Plan und habe von nichts eine richtige Ahnung. Soll jeder denken, wie er will. Es ist mein Leben, es ist meine Tierwelt, es sind meine Tiere, wenn auch nicht. Hühner gehören dem Gärtner und es soll auch so bleiben. Und wir haben zum Glück, Alhamdulillah, immer Menschen, die uns helfen, die uns Arbeit abnehmen. Und das wird auch beim Bauernhof inshallah der Fall sein. Es ist nicht geplant, dass ich das alles alleine mache, sondern wir werden natürlich Angestellte haben, die sich um die Tiere kümmern werden. Ja, Allah ist ein Wissen natürlich nur. So, und ich hoffe, ihr habt das jetzt mal wieder klargestellt. Hühnerstall säubern, das mache ich dann natürlich, wenn es sein muss. Ja, wenn das aber nicht geht oder aus welchen Gründen auch immer, dann wird das gemacht, wie jetzt auch. Und ich hoffe inshallah, dass wir da dann auch mit zurechtkommen. Ja, und wenn es nicht gemacht wird, dann mache ich das. Ja, ich gehe das Risiko ein. Ich hätte ja das jetzt auch schon gemacht, wenn mein Mann nicht Stopp erteilt hätte, dann hätte ich das wahrscheinlich in den nächsten Tagen selber gemacht. Aber so ist es ja besser, und insofern, das wird schon, inshallah. Ja, man soll nicht alles so deutsch betrachten. Das ist wirklich typisch deutsch, diese ganzen Geschichten, die Probleme sich groß zu reden. Ja, geht erstmal die Probleme an, versucht die Probleme selbst in den Griff zu bekommen, versucht nicht eine große Problemwelt aufzupushen, die am Ende vielleicht gerade mal nicht mal ein Staubkorn wert war. Damit macht man sich nur Stress, und es ist wirklich typisch deutsch. Ja, es ist wirklich eine typisch deutsche Sichtweise, und das muss man gar nicht immer machen. Klar, manchmal und oft ist das richtig und gut, aber nicht immer. Und in diesem Fall, ich war noch nie richtig deutsch in meiner Denke oder in meinem Plan, den ich für mein Leben habe, und möchte ich auch nicht sein. Also es soll alles ein bisschen chaotisch sein, es soll alles ein bisschen spontan sein, es soll auch alles ein bisschen unüberlegt sein, es ist alles nicht so schlimm. Es ist ja mein Leben, ne? Kann ich ja machen, wie ich will. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.